Guten Tag, liebe Potsdamerinnen und liebe Potsdamer, liebe Gäste der Stadt. Also in einem Punkt kann ich Sie nicht überraschen, nämlich in der Frage, was ich Ihnen empfehle zu wählen. Sie ahnen das ja schon. Also wir haben hier in Potsdam 3 Direktkandidaten. Und ich finde, wenn es nach mir ginge, sollten Sie alle direkt in den Landtag gewählt werden. Das erhöht schon mal Ihre Autorität. Das gilt selbstverständlich für unsere Gesundheits- und Umweltministerin Anita Tack. Und ich muss dazu sagen, erstmalig in der Geschichte Brandenburgs und auch der anderen neuen Bundesländer hat sie 5 Jahre lang dieses Ministerium geführt und nicht ein einziges Krankenhaus geschlossen oder privatisiert. Das ist schon mal eine Leistung. Zum Zweiten gilt das für Hans-Jürgen Scharfenberg, der natürlich, glaube ich, hier direkt kandidiert, ne? Der unbedingt wieder direkt gewählt werden sollte, dann genießt er auch eine entsprechende Autorität im Landtag, die wir dringend benötigen. Naja, und zu Sascha Krämer sage ich mal, Jugend brauchen wir auch in jeder Hinsicht und einen Kreisvorsitzenden, und auch er soll direkt gewählt werden in diesen Landtag. Und dann haben wir natürlich, haben Sie eine Zweitstimme, und die Zweitstimme, das wissen Sie, entscheidet letztlich über die Stärke der Fraktion. Und da haben wir einen Spitzenkandidaten, das ist Christian Görke. Und er ist Finanzminister. Und dieser Finanzminister hat mit seinem Vorgänger, logischerweise Herrn Markov, der jetzt Justizminister ist, beide muss ich würdigen. Und ich will auch sagen, wir haben einen ausgeglichenen Haushalt in Brandenburg. Aber das hat Thüringen auch. Und das hat Sachsen auch. Die interessante Frage ist, was ist der Unterschied? Ich habe mich da beschäftigt, weil nicht alle das immer sehen, was eigentlich geleistet worden ist von den Linken in Brandenburg. Ich fange mal mit Folgendem an. In Brandenburg gibt es neben der Krankenhaussache, die ich schon erwähnt habe, ein Vergabegesetz. Ein Vergabegesetz, das so weder Thüringen noch Sachsen noch andere neue Bundesländer kennen. In diesem Vergabegesetz steht drin, dass die öffentliche Hand einen Auftrag an ein Unternehmen überhaupt nur geben darf, wenn das Unternehmen wenigstens einen Lohn von 8,50 Euro bezahlt. Und wenn es mehr als 10% Leiharbeit gibt in dem Unternehmen, darf der Auftrag auch nicht dorthin gehen. In Thüringen kann es auch 5 Euro sein, es können auch 30% Leiharbeit sein. Es gibt gar keine Regelung. Was ich nur sage, was wieder keiner weiß, ist, wir wollten natürlich 0% Leiharbeit. Die Sozis wollten sehr viel mehr, nun haben wir uns auf 10% geeinigt. Immerhin, es gibt eine Regel. Und in der nächsten Legislaturperiode muss der Mindestlohn ganz zweifellos auf 10 Euro steigen, wenn es einen öffentlichen Auftrag geben soll. Es gibt einen zweiten Unterschied, auch wieder beachtlich. Wir haben über 1400 Lehrerinnen und Lehrer neu eingestellt in Brandenburg. In Thüringen waren es 400 in diesem Jahr. Auch ein Unterschied. Der nächste Punkt ist, wir haben einen Schlüssel für Kindertagesstätten. Auf eine Erzieherin oder ein Erzieher dürfen 12 Kinder kommen. In Thüringen kommt auf eine Erzieherin bzw. ein Erzieher 16 Kinder. Das ist der Unterschied. Also es lohnt sich schon, wenn die Linke mitregiert. Nun muss ich noch auf 2 Sachen hinweisen. Ein ausgeglichener Haushalt, habe ich gesagt, hat Thüringen, hat auch Brandenburg, mit folgendem Unterschied. In Thüringen sind die Kommunen so verarmt, dass ein großer Teil nicht mal mehr einen eigenen Haushalt aufstellen kann. Und in Thüringen bekommen die Kommunen vom Land jährlich 1 Milliarde Euro. Und in Brandenburg bekommen die Kommunen vom Land jährlich 3 Milliarden Euro. Weil unsere Partei begriffen hat, dass die Kommunen gestärkt werden. Denn dort muss investiert werden und dort leben und arbeiten die Menschen. Tja, und dann gibt es noch einen Unterschied. Also, welches Land hatte die stärkste Wirtschaftsentwicklung im Jahr 2013? Sie ahnen ja schon, welches Land, sonst würde ich ja mit dem Thema nicht anfangen. Aber ich will trotzdem was dazu sagen. Die These auch im Bundestag lautet ja immer, die Linke versteht nichts von Wirtschaft und Wirtschaftspolitik. Aber die Wirtschaftssteigerung in Brandenburg, und wer stellt den Wirtschaftsminister? Wir. War stärker als in Bayern, stärker als in Baden-Württemberg. Das ärgert die maßlos. Und ich möchte, dass es dabei bleibt, dass die sich maßlos ärgern und dass die Wirtschaft entsprechend steigt hier in Brandenburg. Mit Ralf Christoffers. Also, ich finde, es macht schon einen Unterschied, ob die Linke Regierungsverantwortung trägt oder nicht. Natürlich ist die Linke in Brandenburg der sogenannte Juniorpartner. Das macht es etwas schwerer, gegen den Seniorpartner etwas durchzusetzen. Ich war heute in Thüringen. Da gibt es ja ganz andere Chancen. Aber ich
bitte Sie, Sie können doch Thüringen nicht alleine lassen. Wir brauchen jetzt mehr Stimmen der Linken im Bundesrat. Das hat ja auch bundespolitische Auswirkungen. Und bitte bleiben Sie nicht zu Hause nach dem Motto, es ist schon alles gelaufen. Sie kennen die SPD nicht. Die macht das auch in Brandenburg glatt mit der CDU, wenn wir nicht entsprechend stark eintreten. Es wird höchste Zeit, dass Sie Ihre Nachbarinnen und Nachbarn, Ihre Kolleginnen und Kollegen noch davon überzeugen, wählen zu gehen. Und zwar, wenn es geht, irgendwie die Linke. Ich habe dafür natürlich auch persönliche Gründe. Und die will ich Ihnen auch sagen. Jede Wahl hat immer bundespolitische Folgen und bundespolitische Auswirkungen. Es wird sehr genau in Berlin beachtet, wie man bei einer Wahl abschneidet. Und deshalb kann ich Ihnen sagen, wenn wir zulegen, das findet eine völlig andere Beachtung, als es auch eine Beachtung findet, wenn wir verlieren. In dem einen Falle halten die für bestimmte Dinge für erledigt, im anderen Falle nicht. Und das hat dann auch positive Folgen für Brandenburg. Ich fange mal mit Folgendem an. Der Bundestag steht ja in dem Ruf, dass er sehr lahm ist und bis der mal zu Potte kommt und so, das stimmt auch. Aber ich muss ihn auch verteidigen. Es gibt bestimmte Dinge, die kann er ganz schnell regeln. Zum Beispiel die Diätenerhöhung. Da braucht ihr nur eine Woche, da war das alles schon entschieden. Und da bin ich doch ein bisschen stolz darauf, einer Fraktion anzugehören, die sagt, nee, das behalten wir nicht. Und die erste Spende, die wir leisten in Höhe von 100.000 Euro, geht an 15 SOS-Kinderdörfer in ganz Deutschland. Mit einer Bedingung, dass die Kinder entscheiden, was damit gemacht werden muss. Das will ich auch versuchen zu erklären. Wir haben schon mal so eine Spende hier gemacht für das SOS-Kinderdorf in Brandenburg. Und die haben sich entschieden, die wollen eine Tischtennisplatte aus Beton haben, haben sich die bauen lassen etc. Oder in Berlin haben wir das auch gemacht. Die Kinder wollten das erste und einzige Mal in ihrem Leben an die Ostsee fahren, weil sie ein Meer ja nur aus dem Fernsehen kannten. Sie hatten es nie gehört, gerochen, nie darin geschwommen. Und wenn wir die Spende nicht an die Bedingung knüpfen, dass die Kinder darüber entscheiden, kann ich mir schon vorstellen, wie so ein Leiter eines SOS-Kinderdorfes entscheidet. Würde ich ja auch nicht anders machen. Muss gerade die Heizung reparieren, kommt eine Spende, sagst du, ist ja günstig, nehme ich gleich dafür. Ja, und das darf nicht passieren. Wir wollen ja, dass die Kinder Erlebnisse haben. Und dafür spenden wir diese Diätenerhöhung, was ich sehr vernünftig finde. Ich bin außerdem stolz darauf, einer Fraktion anzugehören, die bisher gegen alle Kriege gestimmt hat, die stattgefunden haben, auch unter Beteiligung der Bundeswehr. Wir haben immer gesagt, Kriege lösen nicht die Menschheitsprobleme, im Gegenteil. Und in diesem Jahr begehen wir den 100. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkrieges und den 75. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkrieges. Und ich finde, Deutschland hätte nach dem Zweiten Weltkrieg, der schlimmste Krieg in der Menschheitsgeschichte, der von unserem Land ausging, einen Schluss ziehen müssen, dass wir nie wieder an Kriegen verdienen wollen. Und wenn wir diesen Schluss gezogen hätten, dann hätten wir Waffenexporte verboten. Aber wir sind der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Das muss endlich aufhören. Und es ist auch nicht so, dass etwa nur an demokratische Staaten Waffen exportiert werden. Nein, die gehen auch an Katar, die gehen auch an Saudi-Arabien, die gehen auch an Algerien. Jetzt eine ganze Panzerfabrik an Algerien, mit dem Recht immer die Panzer, Deutsche, also dort herzustellen. Ich habe die Kanzlerin gefragt, woher sie eigentlich weiß, wer da in 5 Jahren regiert. Oder in 10 Jahren. Da kann es ein ganz blutiges Regime geben. Niemand hat das mehr unter Kontrolle. Das ist doch die gegenwärtige Situation. Ich finde diese Waffenlieferungen unverantwortlich und deshalb haben wir mit guten Gründen begründet, weshalb Irak an vielem leidet, aber nicht an zu wenig Waffen. Und deshalb sollen deutsche Waffen auch nicht in den Irak gehen. Natürlich muss man gegen diese terroristische Söldnerarmee ISIS etwas tun. Da sind wir uns alle einig. Aber ich muss erst mal die Frage stellen, wieso die eigentlich entstanden ist. Das hat natürlich auch was mit dem Bürgerkrieg in Syrien zu tun. Und dass sie jetzt im Irak ist, das hat etwas mit dem verheerenden Krieg der USA und anderer Staaten gegen den Irak 2003 zu tun. Denn da ist der ganze Staat zerstört worden. Die ISIS-Armee wechselt zwischen Syrien und Irak, wie sie Lust haben. Das wäre früher überhaupt gar nicht möglich gewesen. Und deshalb sage ich, das ist das Erste, was man feststellen muss. Und das Zweite ist, der Obama verwechselt den Sitz seiner Regierung mit dem Sitz des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Nach dem Völkerrecht gibt es nur ein Gremium, das zuständig ist, die Beschlüsse zu fassen. Das ist der Sicherheitsrat der Organisation der Vereinten Nationen, nicht die Bundesregierung, nicht die US-Regierung. Und das wirkt so formal. Aber ich sage Ihnen, warum es inhaltlich wichtig ist. Die ganze Situation, mit der wir es zu tun haben, hängt damit zusammen, dass der Westen im Kalten Krieg gewonnen hat und nicht aufhören konnte zu siegen. Bis heute nicht.
Übrigens sage ich Ihnen das auch für Ihre persönlichen Beziehungen. Also, wenn Sie Ihre Frau das dritte Mal besiegt haben, machen Sie das nicht ein viertes Mal. Dann können Sie auch die Scheidung einreichen. Gilt aber auch umgekehrt. Also ich will damit nur sagen, was schon für persönliche Beziehungen gilt, müsste erst recht für die Politik gelten. Wir kennen das von der Herstellung der deutschen Einheit. Ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Aber genauso war es im Kalten Krieg. Und da Sie nicht aufhören konnten zu siegen, begingen Sie einen Fehler nach dem anderen. Dann sah man immer den angedruckten Jelzin aussteigen, haben Sie natürlich Russland gar nicht mehr ernst genommen und haben beim Jugoslawienkrieg das Völkerrecht über Bord geworfen. Und dadurch hatten wir folgende Situation. Wir hatten im Kalten Krieg eine Struktur, die muss einem nicht gefallen haben, aber sie wirkte. Und jetzt haben wir gar keine mehr. Gar keine. Was ist denn der Maßstab? Wenn man das Völkerrecht über Bord wirft beim Jugoslawienkrieg, beim Irakkrieg, bei vielen anderen Gelegenheiten, und dann kommen dieselben Leute und sagen zu Putin, er soll das Völkerrecht einhalten. Ich meine, wenn 5 Völkerrechtsverletzer zum 6. Völkerrechtsverletzer sagen, er soll das Völkerrecht einhalten, ist das nicht besonders glaubwürdig. Und deshalb ist das auch jetzt eine so entscheidende Frage bei der ISIS, dass die Beschlüsse vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und nicht von 10 Willigen oder so getroffen werden müssen. Und warum macht es der Sicherheitsrat nicht? Etwa weil Russland dagegen wäre, was gegen ISIS zu tun oder China, das ist alles Quatsch. Das liegt nur daran, dass das Verhältnis zwischen den USA und Russland so schlecht ist. Und daran zeigt sich doch, dass wir auch Recht hatten im Ukraine-Konflikt. Man darf Russland nicht isolieren. Wer Russland isoliert, kann niemals Sicherheit und Frieden in Europa erreichen. Das Wichtigste ist, dass wir... aus der Geschichte entsprechend lernen. Also, ich will mal Folgendes sagen. Was ist der größte Vorteil der Europäischen Union? Der größte Vorteil der Europäischen Union besteht darin, dass die Mitgliedsländer miteinander politisch, ökonomisch und zivilgesellschaftlich so verwoben sind, dass sie überhaupt keinen Krieg mehr gegeneinander führen können. Es hat ja auch noch nie zwischen Mitgliedsländern der EU Kriege gegeben, die früher viele Kriege gegeneinander geführt haben. Aber seitdem nicht mehr. Also da müsste völlige Irrationalität herrschen, wenn es zu einem solchen Krieg käme. Wenn das stimmt, dann muss doch unsere Aufgabe darin bestehen, zu Russland so enge politische, ökonomische und zivilgesellschaftliche Beziehungen herzustellen, dass ein Krieg zwischen Russland und dem übrigen Europa unmöglich ist. Und wenn man so enge Beziehungen herstellt, dann kann man auch Einfluss nehmen auf Fragen der Entwicklung von Demokratie und Freiheit des Umgangs mit Lesben und Schwulen. Wenn man Russland isoliert, haben wir null Einfluss bei diesen Fragen und können nur zuschauen. Das ist viel zu wenig für die Sicherheit, den Frieden und den Wohlstand in Europa. Und deshalb sage ich noch einmal, was mir wichtig ist, wir sehen doch die Fehler Putins auch. Ich habe ja gesagt, dass die Krim-Annexion natürlich völkerrechtswidrig war. Allerdings habe ich das auch gesagt beim Kosovo. Mir missfallen nur die, die es beim Kosovo nicht sehen wollen, aber bei der Krim sehen. Entweder das Recht gilt oder es gilt nie. So einfach ist die Regel. Und deshalb habe ich da einen anderen Standpunkt. Aber ich kann ja auch sagen, wie es dazu gekommen ist. Nachdem der Westen nicht aufhören konnte zu siegen im Kalten Krieg, hat er die NATO erweitert bis an die Russlandgrenzen. Dann haben sie Raketen in Tschechien und Polen aufgestellt. Hat der russische Außenminister zum amerikanischen gesagt, wir fühlen uns in unserer Sicherheit beeinträchtigt. Da hat er gesagt, ihr seid doch gar nicht gemeint. Da hat der gesagt, wenn wir Raketen in Mexiko aufstellen und ihnen erzählen, dass wir nur Kolumbien meinen, glauben Sie das? Hat er gesagt, nein. Dann sagt er, wir auch nicht. Das ist das Problem. Das nächste, sie haben es trotzdem gemacht. Dann kam noch etwas dazu, dass George W. Bush in Bukarest vorgeschlagen hat, die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Stellen Sie sich mal vor, wenn das passiert wäre, dann hätte die Schwarzmeerflotte Russlands, stationiert auf der Krim, im NATO-Gebiet gestanden. Dann hätte das NATO-Gebiet entschieden, was sie machen dürfen und was nicht, und nicht mehr Russland. Und natürlich weiß auch Putin, dass Obama die Ukraine nicht in die NATO holt. Aber wer ist denn der Nachfolger von Obama? Das kann ein ganz rechter Republikaner sein, der dann den Druck so groß macht, bis die Ukraine doch Mitglied der NATO wird. Und deshalb hat er sich gesagt, holt er sich die Krim und damit auch wieder die Zuständigkeit über seine Flotte. Das steckt dahinter, ist trotzdem völkerrechtswidrig. Aber wenn man die Ursachen nicht kennt, dann diskutiert man völlig daneben.
Und deshalb sage ich auch, die ganzen Sanktionen sind falsch, die übrigens auch die deutsche Wirtschaft hart treffen werden, unsere Bevölkerung hart treffen wird. Und was Sie jetzt für neue Sanktionen beschlossen haben, das kann ja alles noch abenteuerlicher werden. Ja. Wissen Sie, das ist auch, wenn es nicht so hart wäre, in den Folgen so ein Kinderspiel. Also so wie Jungs, ja, ich mach dir das Spielzeug kaputt, du machst Sanktionen, ich mach Sanktionen, dann mache ich noch mehr Sanktionen, du machst noch mehr Sanktionen. Wie kommt man dann raus? Ich weiß es jetzt schon, wie Sie mir dann erzählen, ja, wie kommen wir da raus ohne Gesichtsverlust und so. Darf man erst gar nicht so Mist machen, wenn man Gesichtsverlust vermeiden will. Ich kann nur sagen, Schluss mit dieser ganzen Politik. Wir brauchen Verhandlungen, Verhandlungen, Diplomatie, Diplomatie und Politik und Politik. Und wir machen uns nichts vor. Ich weiß, dass es unter den Separatisten auch Extremisten gibt. Habe ich deshalb auch im Bundestag gesagt. Unangenehme Leute, einige. Es gibt auch angenehme, ganz unterschiedlich. Aber ich sage, es gibt in der ukrainischen Regierung auch richtige Faschisten. Und das ist auch indiskutabel. Der Vorsitzende der Swoboda-Partei hat zum Beispiel gesprochen von Russensäulen, Deutschen, Judenschweinen und anderen Unarten. Nur damit man das mal weiß. Und die Swoboda-Partei hat ein Institut. Und das hieß bis 2014 Josef Goebbels. Bis 2014. Es gibt keine andere rechtsnationale Partei in Europa, die sich das nach 1945 getraut hätte. Nur die Swoboda-Partei hat es sich getraut. Und da erwarte ich von meiner Bundesregierung, dass sie dem Regierungschef und dem Präsidenten sagt, solange die Faschisten nicht aus der Regierung rausgeflogen ist, verhandeln wir nicht mit euch, geschweige denn kriegt ihr einen halben Euro. Damit das auch ganz klar ist. Ich will auch noch was sagen zu Israel und Palästina. Also die UNO hat, übrigens auch wegen der Verbrechen Deutschlands an den Jüdinnen und Juden, Ende der 40er Jahre entschieden, dass in dem Gebiet zwei Staaten gebildet werden. Der Staat Israel und der Staat Palästina. Den Staat Israel gibt es seit dieser Zeit, den Staat Palästina gibt es bis heute nicht. Wer Frieden im Nahen Osten will, der muss für ein sicheres Israel sein, aber er muss ebenso für ein lebensfähiges, sicheres Palästina sein. Und zwar unverzüglich und in den Grenzen von 67, sonst kann man keinen Frieden im Nahen Osten bekommen. So schnell wie möglich muss das entstehen. Es gibt drei Formen der Entstaatlichung, über die wir uns wirklich Sorgen machen sollten. Die eine Form, das ist, dass es keinen funktionierenden Staat mehr in Somalia gibt. Es gibt keinen funktionierenden Staat mehr im Irak. Es gibt keinen funktionierenden Staat mehr in Libyen, auch im Ergebnis des Krieges. Früher konnte sich ja dort Botschaftspersonal aufhalten, jetzt kann sich da keiner mehr aufhalten. Die Milizen schießen alles tot, gegenseitig. Es gibt überhaupt keinen funktionierenden Staat. Wir erleben, dass Syrien als Staat zerstört ist. Wir wissen auch noch nicht, was aus der Ukraine wird. Und bei Ägypten haben wir eine tiefe Spaltung. Die Hälfte will einen islamischen Staat, die andere Hälfte lehnt das ab. Auch dort ist der Staat gefährdet. Aus alledem müssen wir erstmal den Schluss ziehen, dass wir einen säkularen Staat wollen. Wir wollen Religionsfreiheit. Und das heißt, dass niemals eine Religion das gesamte gesellschaftliche Leben dominieren darf. Religionsfreiheit, dass alle, heißt immer, dass alle Religionen frei sind und die Nicht-Religiösen müssen genauso frei sein. Das gehört zur Religionsfreiheit. Aber das Zweite ist, dass diese Entstaatlichung natürlich dazu führt, dass du gar keine wirksamen Verhandlungen mit Regierungen führen kannst, weil die auf viele Gebiete nicht den geringsten Einfluss haben. Das ist die eine Form der Entstaatlichung, die uns Sorgen machen sollte. Es gibt eine zweite Form. Da geht es um die CETA-Verhandlungen und die TTIP-Verhandlungen. Ich sage gleich, was dort passiert, aber ich sage, wie die Entstaatlichung stattfindet. Da geht es dann um Schadenersatzansprüche einmal der kanadischen oder der amerikanischen Konzerne gegen bestimmte Staaten. Und sie wollen nicht den Rechtsweg haben. Und deshalb wird in den Verträgen vereinbart, dass für solche Ansprüche eine Schiedskommission zuständig ist. Die besteht in vorher bestimmten drei Advokaten in der Regel. Können auch fünf sein, unterschiedlich, in der Regel nur drei. Die entscheiden dann mit 2-1. Und danach gibt es keinen Gerichtsweg. Der wird ausgeschlossen. Das ist eine Entstaatlichung. Da sitzen drei Advokaten und zwei von denen entscheiden, dass die Bundesrepublik 5 Milliarden Euro Schadenersatz zahlen muss. Schluss. Mehr gibt es nicht. Die sind dann zu zahlen. Das ist kreuzgefährlich, was dort passiert. Das nächste, was dort passiert, ist ja Folgendes. Da wird immer vereinbart,
das Verbot von Investitionshemmnissen. Und da habe ich einen fantastischen Zeugen, den Ministerpräsidenten von Australien, der vieles ist, aber kein Linker. Der hat das unterschrieben und hat gesagt, er würde das nie wieder machen. Warum? Sie haben, nachdem Philip Morris seinen Sitz schon, einen Sitz auch schon in Australien begründet hatte, entschieden, dass man auf Zigarettenschachteln raufschreiben muss, dass Zigaretten ungesund sind. Du sagst, Philip Morris, das gab es ja nicht, als wir hier unseren Sitz begründeten. Das ist ein Verstoß gegen das Verbot von Investitionshemmnissen. Milliardenschadenersatz. Das heißt, wenn du das unterschreibst, machst du eine vernünftigere Politik unmöglich. Stellen Sie sich mal vor, wir könnten auch mal eine vernünftigere Regierung in Berlin kriegen. Also ich sage mal so mit Linken oder so. Und verstehen Sie, und dann machen wir mehr Mitbestimmung. Oder die Konzerne müssen etwas mehr Steuern bezahlen. Da sagen die, nein, das verstößt ja gegen das Verbot der Investitionshemmnisse, Schadenersatz, und dann entscheiden drei Advokaten darüber mit einem Stimmverhältnis von 2-1. Ich bitte Sie, wir müssen die Öffentlichkeit dagegen mobilisieren. Hier wird Politik unmöglich gemacht. Nun hat ja die Regierung beim CETA-Abkommen mit Kanada gesagt, ja, das akzeptieren sie auch nicht mit den Investitionshemmnissen. Was hat Herr Gabriel gestern Abend gesagt? Er akzeptiert es nun doch. Weil es gibt ja auch Vorteile und so weiter. Unverlässlich, wie die Sozialdemokraten sind, wenn sie nicht unter strenger Kontrolle der Linken stehen, wenn ich das mal sagen darf. Ja? Und deshalb sage ich, da müssen wir höllisch aufpassen, auch das ist eine Entstaatlichung. Und dann komme ich zu einer dritten Entstaatlichung. Die passiert in unserer Gesellschaft. Man merkt sie noch nicht so schnell. Die oberen 10%, also die reichsten 10% in der Gesellschaft, haben mit unserem Staat gar nichts mehr zu tun. Die interessiert sie auch gar nicht. Die bestimmen ihren Wohnsitz. Die bestimmen den Sitz ihrer Firma nach Steuerrecht, nach Arbeitsrecht, nach Sozialrecht, nach der Höhe der Löhne. Der Staat an sich interessiert sie überhaupt nicht mehr. Und dann haben wir ein unteres Viertel in der Gesellschaft. Zum Teil erreichen wir die Menschen. Zum Teil erreichen auch andere die Menschen. Und zum Teil erreichen wir sie gar nicht mehr. Sie haben nichts mehr mit dem Staat zu tun. Sie werden nie wählen gehen, sie beteiligen sich überhaupt nicht daran. Und ich sage Ihnen, das ist eine Gefährdung der Demokratie. Wir müssen dafür kämpfen, dass die Gesellschaft wieder als Ganzes etwas mit dem gesellschaftlichen Leben zu tun hat. Sonst kann das Kreuz schiefgehen, was sich dort einleitet. Ich muss noch was sagen zur NSE. Also NSE hört uns ja nur alle ab, liest alle Mails. Die meisten denken, naja, so viel Schlimmes mache ich ja nicht. Das ist das Problem, ihr ganzes Privatleben liegt offen. Und sie wissen gar nicht, wann und von wem und wie das genutzt wird. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hören wir die Türkei ab, ne? Die USA hört uns ab. Ein dolles Bündnis. Ich meine, wenn ich das wiederum richtig verstanden habe, führen doch die Türkei, haben geführt, die USA, Deutschland, Türkei gemeinsam Krieg in Jugoslawien. Zurzeit führen sie gemeinsam Krieg in Afghanistan und gleichzeitig behandeln sie sich wie Kriegsgegner. Was ist das überhaupt für eine Partnerschaft, kann ich nur sagen. Da mache ich mehr als 8 Fragezeichen. Aber das andere ist ja Folgendes, was mich wirklich stört, was mir wirklich auf die Nerven geht, ist das Duckmäusertum meiner Regierung gegenüber der US-Regierung. Mein Gott, die haben ja nicht mal Mumm für eine Flappe, wenn sie mit denen verhandeln. Wirklich wahr. Deshalb, auch bei der ISIS wieder, die laufen nur hinterher. Wenn die USA sagen, ja, Willige, wir machen das, dann machen die das. Mein Gott. Wir müssen doch endlich mal souveräner gegenüber der US-Regierung auftreten. Und was mich nervt, ist, wenn die immer sagen, aber wir haben doch eine Freundschaft, eine Wertegemeinschaft. Ich sage, wenn man sich so duckmäuserisch verhält, dann erntet man doch nur Verachtung. Wenn man eine Freundschaft will, muss man sich als erstes Respekt erarbeiten. Darauf kommt es jetzt an. Und dann sage ich Ihnen ein Beispiel. Was ich machen würde, wenn ich in deren Rolle wäre. Also dann würde ich ja Obama anrufen, der würde sagen, nee, geht nicht, seine Dienste wollen das nicht und so. Ich sage, ja, ich brauche aber ein No-Spy-Abkommen. No-Spy-Abkommen heißt, Spionage wird gegenseitig ausgeschlossen und dann kann es ganz wenige Ausnahmen geben, die müssen auch geregelt sein. So ist es ja zwischen USA und Großbritannien, Australien, Neuseeland und so weiter, diesen berühmten 5 Eis. Aber nicht mit uns und nicht mit anderen. Dann würde ich Ihnen das sagen und dann passierte Folgendes, dass er sagt, macht er nicht. Dann sage ich, naja, pass mal auf, da muss ich Ihnen Folgendes androhen. Also, ich hätte 3 Sachen, aber ich nehme jetzt mal nur eine. Es wird gerade gebaut, ein riesiges Gebäude für NSE in Wiesbaden.
riesiges Gebäude. Würde ich sagen, ja, das kann gerne fertig gebaut werden, aber da ich ja verpflichtet bin, Schaden von meiner Bevölkerung abzuwenden, kann ich nicht zulassen, dass da ein Dienst einzieht, der meine ganze Bevölkerung belauscht. Tut mir leid. Also, Sie können das fertig bauen, aber nicht einziehen. Also schicke ich vielleicht die Volkssolidarität rein oder Attac oder andere, die was Vernünftiges machen, aber ganz bestimmt nicht NSE. So, wenn du so vorgängst, noch andere Punkte. Wissen Sie, was dann passierte? Dann würde der zu seinen Diensten und seiner Regierung gehen und sagen, der droht ernsthaft A, B und C an. Und dann würden sie verhandeln. Das heißt noch nicht, dass du das Ergebnis hast, aber dann kriegst du erstmal saubere Verhandlungen über die Fragen. So nehmen die uns doch gar nicht ernst, wenn du da bloß hinfährst und sagst, bitte, bitte, hören Sie auf, und die sagen, nee, ist eben alles erledigt. Das Einzige, was Frau Merkel erreicht hat, ist, dass Sie und Herr Gauck nicht mehr abgehört werden. Aber ich musste dann, ich musste dann Frau Merkel erklären, wenn sie mit ihrem Ehemann telefoniert, da der ja abgehört wird, hört man sie zufällig mit. Das gilt auch, wenn sie mit Altmaier oder Kauder telefoniert oder gar so dreist wäre, mit mir zu telefonieren. Es gibt überhaupt nur einen einzigen, dem sie alle Geheimnisse anvertrauen darf, das ist Gauck. Aber aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass sie dazu gar keine Lust hat. Also, ich sage, wenn man in einer Gesellschaft zwei Personen ausnimmt, das kannst du nun restlos vergessen. Das ist wirklich null Sicherheit, die wir auf dieser Strecke bekommen haben. Und dann will ich was sagen zu Europa. Ich bin ja ein Anhänger der europäischen Integration. Ich würde mir wünschen, dass alle Kinder in ganz Europa, von Russland bis Großbritannien, ab der ersten Schulklasse dieselbe Fremdsprache erlernen. Und dass wir uns darauf verständigen. Dann entstünde das erste Mal eine Generation, die miteinander schreiben, die miteinander sprechen kann. Ich vermute mal, wahrscheinlich würde es Englisch sein. Davon müssen wir bloß noch Frankreich überzeugen. Aber ansonsten wäre das ein wichtiger kultureller Schritt. Nur, die europäische Idee wird auf die Art und Weise, wie Merkel Europapolitik betreibt, kaputt gemacht. Wenn ich von den 60% Jugendlichen, die arbeitslos sind in Griechenland, die jetzt mal befrage, was sie von Europa halten, na, die Antwort kann ich mir schon vorstellen. Deshalb ist es auch klar, dass es bei der letzten Europawahl so einen Rechtsruck gegeben hat. Wenn man das nicht will, muss man dafür sorgen, dass mit dem Begriff Europa soziale Wohlfahrt, mehr Demokratie verbunden wird und nicht der Abbau von sozialer Wohlfahrt und der Abbau von Demokratie verbunden wird, wie das gegenwärtig der Fall ist. Und deshalb sage ich, was die Merkel-Politik diesbezüglich angerichtet hat, ist auch das Ergebnis der AfD. Wenn man das nicht will, und das ist eine völlig falsche Politik, die die vorschreiben, muss man einen anderen Weg gehen. Ich sag Ihnen auch, was so falsch daran ist. Als der Euro eingeführt wurde, war die einzige Fraktion, die das kritisierte, haben wir, nicht die anderen. Und zwar haben wir nicht gesagt Euro nein, wir haben gesagt Euro so nicht. Und damit haben wir gesagt, Euro kann am Schluss einer Entwicklung der Angleichung von Steuerstandards, Lohnstandards, ökologischen Standards, Sozialstandards stehen. Wenn das aber nicht der Fall ist, man hat sich überhaupt nicht auf Standards vereinigt, sondern man führt nur eine gemeinsame Währung ein. Dann wird über die Währung die Angleichung erzwungen, und zwar nach unten. Das ist Agenda 2010. Der Weg, den jetzt auch Frankreich gehen will. Der Weg, der vorgeschrieben wurde, Griechenland, Portugal, Spanien etc. Das ist verheerend als Folge. Aber, obwohl das falsch war, wäre es jetzt wiederum falsch, rauszugehen aus dem Euro. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Wenn wir alle wieder unsere nationalen Währungen bekämen, würde der Markt entscheiden, welchen Wert die Währung hat. Und da hätte natürlich die griechische Währung, die französische, die spanische, die portugiesische, wären völlig im Keller. Die hätten gar keinen Wert. Und unsere Währung würde einen sehr hohen Wert bekommen. Das hat einen kleinen Vorteil. Ihre Sparguthaben sind wieder etwas mehr wert als heute. Aber es hat einen furchtbaren Nachteil. Wir sind viel zu teuer. Unsere Exporte sind unverkäuflich. Wenn aber unsere Exporte unverkäuflich sind und wir sind der Vize-Weltmeister im Export, es gibt nur ein Land, das mehr exportiert als wir, das ist China. Wir überflügeln die USA und alles, wir sind Vize-Weltmeister, dann bricht bei uns natürlich sozial eine Katastrophe aus. Massenarbeitslosigkeit, alles wäre die Folge. Deshalb ist der Weg, den die AfD vorschlägt, völlig absurd. Und dann erzählen sie mir, dann muss man den anderen die Wechselkurse vereinbaren, sage ich, die werden uns was husten. Wenn wir die aus dem Euro rausschmeißen, dann haben sie ja nur einen Vorteil, dass sie billig sind und stärker exportieren können. Und auf den Vorteil werden die natürlich mitnichten verzichten. Es ist völlig absurd, der ganze Weg, kann ich nur sagen. Ich mag das auch nicht, wenn so alternde Professoren glauben, sie müssten hier mal die Welt verändern. Aber ich meine, das dürfen sie gerne glauben, aber man sollte sie nicht wählen. Das ist mir entscheidend. Also mit anderen Worten, wir müssen in Europa einen anderen Weg gehen. Und das ginge auch,
Und es ist doch ganz klar, wenn wir Marshallpläne gemacht hätten für Südeuropa, dann kann man ihnen auch Geld geben, weil dann haben sie erhöhte Steuereinnahmen. Wenn sie erhöhte Steuereinnahmen haben, können sie alles zurückzahlen. Jetzt gehen ihre Steuereinnahmen ständig zurück. Und wissen Sie, was das Problem ist? Deutschland haftet mit Bürgschaften für 27%. Im schlimmsten Fall sind das 300 Milliarden Euro. Ich habe die Bundesregierung gefragt, wenn der schlimmste Fall kommt, woher sie das Geld nehmen wollen. Das ist ja fast ein Bundeshaushalt. Haben sie mir zugesagt, wird schon nicht passieren. Das ist alles. Das ist das Gegenteil von verantwortungsvoller Politik. So, das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass wir natürlich bestimmte Forderungen haben. Ich bin es leid, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in der Eurozone wie überhaupt auf der Welt permanent für alle Banken haften. Wieso eigentlich? Wenn hier in Potsdam ein Bäckermeister kurz vor der Insolvenz steht, kommt Frau Merkel nicht vorbei und sagt, ich übernehme die Schulden. Aber er sollte sich Bank nennen, dann bekäme er alles Geld. Ganz egal, wo er das weltweit verspielt hat. Das bin ich leid. Banken müssen für Banken haften, nicht die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und schon gar nicht ist zu akzeptieren, dass wir auch noch immerzu die Aktienwerte der Banken retten. Ich bitte Sie, wenn Sie sich eine Aktie der Bank kaufen und die ist pleite, haben Sie eben Pech gehabt, kann ich nur sagen. Hätten Sie sich ja nicht kaufen müssen. Deshalb habe ich nie in meinem Leben Aktien gekauft, mit einer Ausnahme. Ich habe eine Aktie vom 1. FC Union gekauft. Aber da wusste ich gleich, dass ich nie was wiedersehe, weil davon ja das Stadion gebaut wurde. Das ist noch was völlig anderes, aber noch nicht ansonsten. Also sage ich mal, auch hier müssen wir andere Wege gehen. Und das Geldvermögen der Millionäre der EU beläuft sich auf 17 Billionen Euro. Versuchen Sie sich nicht die Summe vorzustellen. Eine Billion ist tausendmal eine Milliarde, eine Milliarde ist tausendmal eine Million. Unvorstellbar. Und die gesamten Staatsschulden der Europäischen Union belaufen sich auf 11 Billionen Euro. Also stellen Sie sich mal vor, wenn alle Millionäre ihr Geld an alle Staaten in der EU überwiesen, könnten wir alle Staatsschulden bezahlen und ihnen nochmal 6 Billionen zurücküberweisen. Dann wären die immer noch nicht arm. Ja, so radikal sind wir ja nicht mal. Aber wir fordern wenigstens die Einführung einer Millionärssteuer. Es geht doch nicht, dass die Friseurin in Potsdam und in Athen das Ganze bezahlt und die Millionäre nicht einen halben Euro dazulegen müssen. Nicht einen halben Euro. Und alle Regierungen sagen, nein, davon wollen sie nicht wissen. Und unsere Regierung auch. Ich komme noch mit einer Zahl diesbezüglich, die finde ich auch spannend. Nämlich, dass die Zahl der Dollarmillionäre im letzten Jahr um 14% gestiegen sind. Um 14%. Das sind jetzt 13,7 Millionen Dollarmillionäre weltweit. Und in Deutschland ist die Zahl auch gestiegen auf 1,1 Millionen. Also wir haben Krisenjahr und die Zahl der Dollarmillionäre nimmt zu. Das ist ja auch schon interessant. Aber nun sage ich Ihnen, das Erste werden Sie ja ahnen. Wo leben die meisten Millionäre der Welt? Na, in den USA. Aber wo leben die zweitmeisten Millionäre der Welt? Darauf kommen sie, glaube ich, nicht. China. Und die drittmeisten in Deutschland. Aber nun muss man auch wieder wissen, es gibt ein paar Chinesinnen und Chinesen mehr als Deutsche. Es gibt auch ein paar US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner mehr als Deutsche. Wenn wir also nicht die absoluten Zahlen nehmen, sondern die Prozentzahlen nehmen, dann sind wir natürlich einsam an der Spitze. Aber auch bei absoluten Zahlen nehmen wir Platz 3 ein. Und was sagt unsere Regierung? Um Gottes Willen, von denen keinen halben Euro mehr. Das ist die Grundaussage. Keinen halben Euro mehr. Und da gibt es jetzt einen Verein von Millionären in Hamburg, der fordert, dass sie endlich mal Vermögensteuer bezahlen dürfen. Ich meine, es gibt ja auch vernünftige Millionäre. Und das Interessante ist, dann kommt die Regierung und sagt, um Gottes Willen, von euch wollen wir doch nichts haben. Es gibt da einen, das ist mein Lieblingsmillionär, der tritt immer im Fernsehen auf und sagt immer, ich frage meinen Steuerberater, aber dafür müsste ich doch mal Steuern bezahlen. Sagt er, nein, 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 brauchen Sie nicht dafür, nein. Wissen Sie, das ist doch alles obskur. Und ich sage Ihnen auch eins, wenn Ihnen jemand soziale Gerechtigkeit verspricht, wenn Ihnen jemand verspricht Investitionen auch in Kommunen und er ist nicht bereit, Steuergerechtigkeit herzustellen, dann lügt er. Ohne Steuergerechtigkeit gibt es keine soziale Gerechtigkeit und gibt es auch keine Investitionen. Und deshalb komme ich noch zur Entwicklung in Deutschland, was Armut und Reichtum betrifft. Nicht viele Zahlen, aber so viel will ich schon sagen. Also wir haben ein Vermögen von 10 Billionen Euro und 1% neue EZB-Studie, also Europäische Zentralbank, keine linke Einrichtung, wie Sie wissen. 1%, das reichste Prozent unserer Bevölkerung, besitzt davon 32%. Das sind mehr als 3,5 Billionen Euro. Und die finanziell unteren 50% der Haushalte besitzen davon
1%. Aber jetzt kommt's, was mich noch mehr aufregt als diese grobe Ungerechtigkeit. Diese unteren 50% besaßen 1998 4%. Sehen Sie, und das ist der Punkt. Aus 4% werden nicht 5 und dann 6%, sondern aus 4% wird 1%. Agenda 2010, SPD und Grüne. Das ist die gigantischste Umverteilung von unten nach oben, die es je in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gegeben hat. Und ich finde, Sie sollten das nicht so schnell vergessen. Nicht so schnell vergessen. Und genauso ist es bei einer anderen Zahl. Die Einkommen aus Vermögen und aus Unternehmen haben seit dem Jahr 2000 um 60% zugenommen. Und die Reallöhne haben seit 2000 um 3,7% verloren. Auch hier ist die umgekehrte Entwicklung. Nicht beides steigt, so in etwa angemessen, sondern das eine riesig und das andere sinkt. Und das, finde ich, ist ein starkes Stück und ich finde, wir müssen uns dagegen viel intensiver wehren. Ich sage Ihnen auch was zum Unterschied Ost und West. Ich dachte ja, das ist nur im 24. Jahr der deutschen Einheit nicht mehr nötig. Da dachte ich, naja, dann machst du dich ja lächerlich, wenn du damit kommst. Aber ich muss Ihnen sagen, es tut mir leid. Wir haben im Osten 83% des Lohnniveaus wie im Westen. Aber das täuscht, wie Statistik immer. Denn wir haben ja im öffentlichen Dienst fast 100%, aber in der Industrie haben wir 65%. Und so kommt der Durchschnitt von 83% heraus. Und deshalb sage ich, wer die deutsche Einheit will, muss fordern, endlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit in gleicher Arbeitszeit in Ost und West und gleiche Rente für gleiche Lebensleistung in Ost und West. Gleiche Rente. Davon sind wir meilenweit entfernt. Und deshalb habe ich gestern im Bundestag zu Ihnen gesagt, wir sind inzwischen die Partei der deutschen Einheit. Na, das hören die gerade gerne von mir. Aber das spielt auch gar keine Rolle. Aber es ist wahr. Denn Sie halten das ja aufrecht. Ich sage Ihnen ein Beispiel aus dem Bundestag. Mütterrente. Abgesehen davon, dass der Name ein bisschen doof ist, weil zum Beispiel war auch alleinerziehend, nun wäre ich zur Mutter. Ist auch egal. Also wie dem auch sei, das ist nun mal der Name. Aber Mütterrente, was heißt das? Das heißt im Klartext, du bekommst, übrigens wäre ich gleich auf, 3 Renteneckwertpunkte für ein Kind ab 92 und für ein Kind vor 92 1 Renteneckwertpunkt. Das wird jetzt erhöht auf 2 Renteneckwertpunkte, nicht auf 3, auf 2. Ich habe immer gefragt, wieso ist denn ab 92 so viel schwerer war, ein Kind aufzuziehen als vor 92? Konnte mir auch keiner erklären. Ist ja auch erstmal wurscht. Aber das Interessante ist, der Renteneckwertpunkt Ost ist 11% weniger wert als der Renteneckwertpunkt West. Und das Zweite ist, was Sie wissen müssen, die Renteneckwertpunkte, die Sie natürlich in dem Jahr, das gilt ja nur für ein Jahr nach Geburt des Kindes, die Sie in dem Jahr sowieso schon haben, die werden natürlich angerechnet. Also wenn Sie 2 Renteneckwertpunkte haben und ein Kind nach 92 geboren haben in diesem Jahr, dann kriegen Sie natürlich nur 1 Renteneckwertpunkt dazu. Danke. Und bei einem Kind vor 92 wird das immer angerechnet. Aber, jetzt stellen Sie sich mal vor, die hätten ja auch sagen können, wir machen einen Pauschalbetrag, weiß ich was, 30 Euro oder 50 Euro oder weiß ich was, für ein Kind im ersten Jahr dazu an Rente. Hätte man ja machen können. Dann wäre es ja in Ost und West gleich gewesen. Im Jahre 2014 beschließt der Bundestag, das ist die Renteneckwertpunkte und beschließt ernsthaft, dass die Kinder aus dem Osten weniger wert sind als die Kinder aus dem Westen bei der Rente. Und ich finde, das ist ein Skandal und ich mache uns allen einen Vorwurf. Wir lassen uns zu viel bieten. Wir müssen auch mal sagen, dass eine Grenze erreicht und überschritten ist. Das darf man sich einfach nicht bieten lassen. Das darf man sich nicht bieten lassen. Ich will das mit der Mütterrente aber noch beenden. Da kommt ja noch was hinzu. Jetzt wird doch die Mütterrente erhöht. Das kostet ja Geld. Der staatliche Zuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung wird aber nicht erhöht. Wer muss die Erhöhung bezahlen? Allein die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Das sind die abhängig Beschäftigten und die Unternehmen. Und deshalb habe ich im Bundestag gefragt, dass sie mir das erklären sollen. Die Lidl-Kassiererin, die zahlt Beiträge, die muss das bezahlen. Der Bäckermeister hat Lohnnebenkosten, der muss das auch bezahlen. Nur Frau Merkel, Herr Gabriel, Herr Kauder, und Herr Gysi, die haben nichts damit zu tun. Wir dürfen ja gar keine Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung bezahlen. Verstehen Sie? Das ist, geht überhaupt nicht. Das ist eine Umverteilung von unten nach oben, die man so schnell gar nicht mitkriegt. Die Lidl-Kassiererin bezahlt es und wir vier nicht. Deshalb habe ich zu Kauder und Gabriel gesagt, wir können doch zu dritt, ne? Gehen wir zu einer Lidl-Kassiererin und sie werden ja Top-Argumente haben und ihr das erklären. Ich höre dann zu. Ich kann es ja nicht erklären. Wenn wir gesagt hätten, die Erhöhung der Mütterrente kostet so und so viel,
Und diesen Betrag überweisen wir zusätzlich aus Steuermitteln an die gesetzliche Rentenversicherung. Dann wäre es viel gerechter, weil natürlich Frau Merkel, Herr Gabriel, Herr Kauder, Herr Gysi mehr Steuern bezahlen muss an die Lidl-Kassiererin. Aber das haben Sie nicht entschieden, sondern die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler müssen das aufbringen. Das ist ein Unding, sage ich Ihnen. Und ich bin froh, dass es eine Fraktion wie die Linke im Bundestag gibt, die sowas immer wieder aufklärt. Sonst erführe man es gar nicht. Man kriegt das ja gar nicht so mit. Man kann sich ja nicht den ganzen Tag mit solchen Fragen beschäftigen. Der nächste Punkt ist der, dass immer gesagt wird, in der Opposition, auf der Bundespolitik ist man nicht erfolgreich. Das stimmt nicht. Ich werde Ihnen mal vier Beispiele nennen. Das erste Beispiel, Afghanistan-Krieg. Wir waren die Einzigen, die dagegen waren, alle anderen waren dafür. Fragen Sie doch heute mal die CDU-CSU-Abgeordneten, fragen Sie mal die SPD-Abgeordneten, fragen Sie mal die Grünen-Abgeordneten, ob der Afghanistan-Krieg der tolle Erfolg war, von dem Sie immer geträumt haben. Die werden sagen, nein, im Kern hat den Linken recht. Ich meine, werden die nie öffentlich sagen, aber verstehen Sie, Sie wissen es im Kern. Das zweite ist die Praxisgebühren. Alle waren begeistert, dass man beim Arzt da immer 10 Euro hinlegen musste, ja? Und wir haben immer gesagt, das ist unsozial und bürokratischer Schwachsinn. Außerdem sind Ärztinnen und Ärzte nicht da, die Einnahmen des Staates zu regeln. Also wir hatten lauter gute Argumente. Die ist abgeschafft worden. Und alle anderen waren der Meinung, das ist eine geniale Erfindung. Alle anderen waren der Meinung, das ist eine geniale. Dann haben sie es heimlich wieder abgeschafft. Oder nehmen Sie die Frage der Beobachtung der Bundestagsabgeordneten der Linken durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Wir haben Ihnen immer gesagt, es ist grundgesetzwidrig. Sie haben gesagt, es ist notwendig. Na, das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dank Bodo Ramelow, vielleicht dem neuen Ministerpräsidenten Frau Döring. Auf jeden Fall haben Sie entschieden, dass das genau grundgesetzwidrig ist und nicht geht. Jetzt hatten Sie erst die Arbeit, die ganzen Akten über mich anzulegen, sinnlos. Jetzt müssen sie wieder alle vernichten. Naja, kann ich nur sagen, Pech gehabt. Und ich helfe ihnen auch nicht dabei. Aber eins ist auch klar, was ich sagen will. Wissen Sie, wie die Begründung lautete? Bei Ramelow und bei mir haben sie, konnten sie ja schlecht sagen, dass wir Extremisten sind. Die Begründung lautete, dass sie uns beobachten, um zu wissen, ob und in welchem Umfang Extremistinnen und Extremisten Einfluss auf uns bekommen. Da habe ich gesagt zu dem Gericht, na, wenn das eine Begründung ist, müssen alle Bürgerinnen und Bürger beobachtet werden. Man weiß ja nie, wo ein Extremist Einfluss bekommt. Und das fanden die dann auch Blödsinn, hat das Verwaltungsgericht gesagt, geht nicht. Dann hat das Oberverwaltungsgericht gesagt, geht nicht. Dann hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, doch, geht doch. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, völlige Meise, geht nicht. Und das ist das Entscheidende. Also, auch da haben wir uns durchgesetzt. Und dann der Mindestlohn. Als wir den vorgeschlagen haben, hatten wir als Gegner SPD, Grüne, Union sowieso, auch viele Gewerkschaften. Nur 3 Gewerkschaften waren dafür. Und da sehen Sie, wie man Politik machen muss. Man muss den Zeitgeist verändern. Und wenn man den Zeitgeist verändert, wenn einem das gelingt, dann kriegt man letztlich sogar die CDU dazu, zuzustimmen, einem flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Das ist auch ein Erfolg. Auch ein Erfolg von uns. Was natürlich nicht heißt, dass ich mich nicht darüber ärgere, dass der nur 8,50 beträgt, obwohl wir 10 Euro benötigen. Nein. Der beträgt ab 1. Januar 8,50 Euro in Ost und West. Jetzt kommt bloß ein anderer Trick, den Sie gemacht haben. 2 Jahre lang gelten die Tarifverträge, wenn Sie weniger vorsehen. Und die sehen im Osten wieder eine Spaltung immer geringer aus als im Westen. Und deshalb ist 2 Jahre lang ein geringerer Lohn dort angesagt, wo es andere Tarifverträge gibt. Und dann gibt es Ausnahmen. Und die Ausnahmen sind überhaupt der Gipfel. Jugendliche bekommen nicht den gesetzlichen Mindestlohn. Wenn ein 17-Jähriger arbeitet wie ein 19-Jähriger, muss er auch Anspruch wenigstens auf den Mindestlohn haben. Alles andere ist indiskutabel. Und dann sagen Sie, Langzeitarbeitslose kriegen 6 Monate lang nicht den Mindestlohn. Ich bitte Sie. Du sagst einem Langzeitarbeitslosen, demütigen auch noch, dass er nicht mal den gesetzlichen Mindestlohn wert ist. Auch das halte ich für völlig indiskutabel. Dann nehmen Sie natürlich Praktikantinnen und Praktikanten aus, die ja am meisten ausgebeutet werden. Dann nehmen Sie aber auch aus Zeitungszustellerinnen und Zeitungszusteller. Das ist ein harter Job, morgens um 2 aufstehen, um die ganzen Zeitungen zuzustellen. Und warum sollen die nicht mal den Mindestlohn verdienen? Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Und der Höhepunkt ist Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeitern. Von denen verstehe ich was. Ich werde Ihnen auch gleich sagen, warum. Weil ich einmal, einen Tag in meinem Leben, aber wirklich nur einmal und nur einen Tag in meinem Leben Spargel gestochen habe. Und am nächsten Morgen wusste ich überhaupt nicht mehr, ob ich hier noch rauskomme aus dem Bett. So schief und krumm war ich und alles tat mir weh. Verstehen Sie? Und bei so einer Knochenarbeit, denen zu sagen, sie sind nicht den gesetzlichen Mindestlohn wert. Wissen Sie, diese Bundestagsabgeordneten, die würden alle diese Arbeit nicht verrichten. Und dann finde ich das eine Unverschämtheit, denen zu sagen, sie sind nicht den Mindestlohn wert. Wirklich eine Unverschämtheit.
Wir werden gegen diese Ausnahmen ankämpfen, ganz entschieden ankämpfen. Leiharbeit halte ich für eine moderne Form der Sklaverei. Die muss verboten werden. Ich will das ganz klar sagen, verboten werden. Und wenn ich jetzt in Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene wäre und die SPD würde sagen, es geht nicht, wir brauchen Ausnahmen, würde ich sagen, schön, kompromissbereit wie ich bin, dann verständigen wir uns auf folgende Ausnahme. Leiharbeit ist dann erlaubt, wenn eine Leiharbeiterin und ein Leiharbeiter ab erster Stunde Tätigkeit Anspruch auf 110% des Lohnes hat, den jemand aus der Stammbelegschaft für die gleiche Tätigkeit bezieht. 110% und nicht weniger wie heute. Wir hätten uns sagen, warum? Erstens, Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter haben nicht immer einen Job. Sie müssen sich auch einarbeiten, gehören nicht richtig dazu. Und zweitens, es soll doch eine Bestrafung für das Unternehmen sein, damit garantiert ist, das passiert nur, wenn eben der Elektromeister krank ist oder es einmal einen größeren Auftrag gibt, den sie sonst nicht haben. Aber so wie das jetzt läuft, dient das doch nur der Nötigung der Stammbelegschaft, indem man denen sagt, wenn ihr nicht auf Weihnachtsgeld, auf Urlaubsgeld etc. verzichtet, machen wir noch mehr Leiharbeit. Das muss endlich überwunden werden, und zwar so schnell wie möglich. Ja, und dann haben wir ja immer mehr befristete Verträge, gerade die jungen Leute. Über die Hälfte der jungen Leute kriegen nur noch befristete Verträge, das ist millionenfach. Früher war es anders geregelt, da musste die Befristung einen Sachgrund haben. Das ist gestrichen worden von SPD und Grünen bei der Agenda 2010. Immer nicht vergessen, seitdem haben wir diesen anderen Zustand. Und jetzt sage ich Ihnen auch, was das bedeutet. Also zum Beispiel die Union jammert mir immer die Ohren voll, dass die Deutschen aussterben. Das liegt daran, dass jedes Jahr weniger Deutsche geboren werden, als Deutsche sterben. Dann sage ich denen immer erstens, dass sie es handwerklich nicht verlernt haben. Das ist schon gar nicht so einfach, die Union davon zu überzeugen. Aber wenn ich sie davon überzeugt habe, dann sage ich ihnen was Zweites. Die Gesellschaft in Deutschland ist nicht kinderfreundlich. Und zwar nirgendwo, sage ich Ihnen. Die Gesellschaft ist nicht kinderfreundlich. Und das Dritte, was ich sage, wenn die jungen Leute nur befristete Verträge bekommen, dann könnt ihr das doch vergessen. Die wissen doch gar nicht, was nach 6 oder 8 Monaten aus ihnen wird. Wie sollen sie denn dann verantwortungsbewusst Kinder in die Welt setzen? Und das Vierte, was ich Ihnen sage, ist, wir haben doch keine Chancengleichheit von Kindern. Es gibt jetzt gerade eine neue OECD-Studie, also auch keine linke Einrichtung. Die haben festgestellt, in keinem anderen Industrieland ist die Bildungschance eines Kindes und Jugendlichen so abhängig von der sozialen Stellung der Eltern wie in Deutschland. Nicht mehr in den USA, nicht in Frankreich. Nur in Deutschland ist das so extrem. Wer Kinder so viel trennt in der Schule, macht nichts anderes als soziale Ausgrenzung. Das müssen wir endlich Schritt für Schritt überwinden. Es wird höchste Zeit. Höchste Zeit. Und im Übrigen belegt eine Studie, die verglichen haben, Schülerinnen und Schüler an Gemeinschaftsschulen mit Schülerinnen und Schülern an getrennten Schulen, dass nicht nur, das wusste man ja immer, die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler besser sind, sondern auch die leistungsstarken sind besser. Das hat verschiedene Gründe. Wenn du schlecht bist am Gymnasium, bist du an der Gemeinschaftsschule noch gut. Außerdem bist du nicht isoliert, du lernst sozial, du lernst dich auseinanderzusetzen. Alles, was zur Lebenstüchtigkeit dazugehört. Ich sage das nur, weil mich das alles stört, wie das hier läuft mit der Bildungsstruktur. Und ich verkläre keinesfalls die DDR, aber ich sage auch, man hätte sich einiges genauer ansehen können. Die Polikliniken erfinden wir jetzt als Ärztehäuser. Und eine stellvertretende Direktorin, die für Nachmittagsangebote in den Schulen zuständig war, war auch nicht die schlechteste Regel. Und die Gemeindeschwester übrigens auch nicht. Also es gibt so ein paar Sachen, ich habe das nie verstanden, warum man die nicht übernommen hat und gesagt hat, der Rest nicht. Aber 10 Sachen, die haben ja mindestens was getaugt. Aber wie dem auch sei. Es kommt noch was anderes, was mir wichtig ist. Wo investieren wir? Wofür geben wir eigentlich Geld aus? Das kann ja nicht ein Land leisten. Das kann nur der Bund leisten. Ich möchte gerne, dass wir bundesweit Kindertagesstätten zur Verfügung stellen, in ausreichender Anzahl, mit kleinen Kindergruppen, ganztägig geöffnet, mit top ausgebildeten Erzieherinnen und Erziehern, die endlich auch richtig gut verdienen müssen. Und die selbstverständlich gebührenfrei sind unter Einschluss eines vollwertigen, gesunden Mittagessens. Das muss der Bund bezahlen. Es wird höchste Zeit. Und dann möchte ich, dass alle Schülerinnen und Schüler ein gebührenfreies, vollwertiges, gesundes Mittagessen erhalten und nicht in Suppenküchen geschickt werden. Ich will das ganz klar sagen. Da müssen wir investieren. Und dann sagt mir die Union, und Schauder sagt mir immer, das ist aber sehr teuer. Da sage ich, das kann sein. Für die Commerzbank haben sie Milliarden über Milliarden. Geben wir dieses Geld doch endlich in die Bildung aus. Das wäre sinnvoll und eine sinnvolle Investition.
möchte noch was zu Steuern sagen. Ich habe ja schon über Steuern gesprochen, komme nicht auf Vermögens- und Millionärssteuer zurück. Aber eins muss ich noch sagen. Also die Mitte der Gesellschaft, die mittleren Einkommen der Gesellschaft. Ich kenne ja im Bundestag nur Parteien der Mitte. Und dann ärgere ich die immer, wenn ich sage, wir sind die Partei für unten, ganz klar, aber auch die Einzige für die Mitte. Na, das hören die gerade von mir gern. Insofern muss ich zugeben, ich bin der Einzige, dem gelegentlich, ich werde gleich erklären, warum, mal die FDP etwas fehlt. Weil immer, wenn ich denen sagte, dass wir die Partei der Mitte sind, sind die gedreht durch die Decke gegangen. Und das fehlt mir irgendwie. Aber ansonsten nicht. Nur ich will auch sagen, warum. Weil wir haben einen Steuerbauch. Unsere Einkommensteuer verläuft nicht so. Unser Finanzminister wird das bestätigen, sondern die hat hier so einen Bauch. Und das ist eine viel zu hohe Lohn- und Einkommenssteuer für bestimmte Einkommensgruppen. Das trifft die Verkäuferinnen und Verkäufer, das trifft die Facharbeiterinnen und Facharbeiter, das trifft die Lehrerinnen und Lehrer, das trifft die Meisterinnen und Meister, das trifft die Polizistinnen und Polizisten, das trifft aber auch die Handwerksmeister und andere. Im Kern bezahlen die die Gesellschaft. Denn der finanziell untere Teil kann es nicht und an den oberen Teil trauen sie sich nicht ran. So einfach ist es. Und es gibt keine andere Partei, die die Beseitigung des Steuerbaus fordert. Nur unsere. Nur unsere. Nicht die FDP, nicht die Union, auch nicht SPD und Grüne. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Von dieser Einkommensteuer leben ja auch die Kommunen. Wenn wir jetzt nur den Bauch beseitigten, hätten wir so viel geringere Einnahmen aus der Einkommensteuer, dass die Kommunen noch mehr zusammenbrechen. Das geht nicht. Deshalb wollen wir die Erhöhung des Spitzensteuersatzes. Weil wir für die Besser- und Bestverdienenden mehr Steuern nehmen, können wir die Mitte der Gesellschaft entlasten. Aber nur dann. Und das lehnen alle ab und belassen es dabei, dass die Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die Lehrerinnen und Lehrer alles bezahlen. Weil sie sich an die anderen nicht heranwagen. Zumindest gehen sie nicht an sie heran. Und das muss sich ändern und ich bleibe dabei, wir brauchen endlich in Deutschland Steuergerechtigkeit. Ich habe schon etwas über die Renten gesagt, ich muss nur noch eine Sache ergänzen. Also nun sinkt ja das Rentenniveau. Nun treten wir ja immer später ins Rentenalter ein, also wir sind jetzt bei 97. Da gibt es lauter Verwechslungen. Auf der einen Seite liebe ich ja die Debatten im Bundestag. Immer wenn es um die Verschiebung des Rentenalters geht, stellen die sich immer alle hin und sagen, also unsere Menschen werden immer älter, das ist ja zu begrüßen, aber. Das aber klingt so, als ob man in meinem Alter doch mal anfangen sollte, bei Rot über die Straße zu laufen, damit sich das Problem irgendwie löst. Gut, das ist die eine Debatte. Die ist deshalb völlig falsch, weil es nicht um die Demografie geht. Es geht um die Produktivität. Und die Produktivität steigt in einem Maße, dass wir endlich wieder eine vernünftige Lohn- und Gehaltssteigerung benötigen. Die muss nämlich gekoppelt sein an die Produktivitätssteigerung. Und die Rentensteigerung muss gekoppelt werden an die Lohnsteigerung. Und wenn wir da nicht das Rentenniveau senken würden, sondern wieder Schulzeiten anders anerkennen und nicht runtergehen mit dem Rentenniveau, dann könnte die Rente das leisten, was sie leisten muss, dass die Menschen den Lebensstandard, den sie sich im Erwerbsleben erarbeitet haben, aufrechterhalten können in der Rente. Das muss die Rente leisten. Und davon entfernen wir uns immer mehr. Immer mehr. Aber ich sage ja, die anderen behaupten immer, wir müssen verschieben. Dann verwechseln die natürlich immer ihren Beruf mit anderen Berufen. Du kannst natürlich mit 90 noch im Bundestag rumdödeln, ohne dass das einer merkt, aber eben kein Dach mehr decken. Das ist das Problem. Ne? Da fällst du dann runter. Auch keine Operation mehr durchführen. Das ist auch ein Problem. Aber abgesehen davon kommt noch was hinzu, dass sie mich immer fragen, wie bezahlen. Und ich sage ganz einfach. Wir müssen der jungen Generation sagen, bei Ihnen müssen alle in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Alle. Alle mit Erwerbseinkommen. Auch die Bundestagsabgeordneten, auch die Rechtsanwälte, auch die Beamtinnen und Beamte. Alle müssen einzahlen. Anders geht's nicht. Und wenn wir dann auch die willkürliche Beitragsbemessungsgrenze von 5.000 Euro aufheben, dann sage ich Ihnen klipp und klar, wenn wir die aufheben, dann haben wir gar keine finanziellen Sorgen. Und dann sagen die immer, ja, es führt ja zu hohen Renten. Und deshalb sage ich ja. Und für die Spitzenverdiener müssen wir den Rentenanstieg abflachen. Na und? Das erlaubt auch das Bundesverfassungsgericht. Da braucht man über Armut, Altersarmut gar nicht mehr zu diskutieren. Könnte man eine Mindestrente einführen. Wäre alles erledigt. Und genau das lehnen alle anderen ab. Nicht nur Union, nicht nur die Grünen, die übrigens die bestverdiensten Wähler in Deutschland haben, nicht vergessen, sondern auch die SPD lehnt das ab.
Vollständig. Was soll denn daran sozialdemokratisch sein, die Rente zu senken und das Renteneintrittsalter zu verschieben? Ich kann daran nichts Sozialdemokratisches erkennen. Deshalb sage ich den hier anwesenden Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten oder denen, die so ein bisschen mit dem Gedanken spielen, Sozialdemokratie zu wählen. Wenn Sie wollen, dass die SPD sozialdemokratisch wird, der Linken, je stärker die Linke, desto sozialdemokratischer die SPD. Anders geht nicht. Wir sind so eine Art Erziehungsfaktor für die SPD. Ich will noch was sagen zur öffentlichen Daseinsvorsorge. Auch eine wichtige Frage hier in Potsdam. Energie, Wasser, Wohnen, Mobilität, Bildung, Sport, Kultur, Gesundheit ist öffentliche Daseinsvorsorge. Da passt die Marktwirtschaft nicht. Es gibt auch nur ein Wasserwerk für Potsdam. Wenn Sie das privatisieren, haben die keinen Konkurrenten. Außerdem, wenn ich Chef eines Energiekonzerns wäre und er verbraucht doppelt so viel Strom wie Sie, dann ist er mir ein angenehmerer Kunde und bekommt den Strom billiger und sie teurer, weil sie weniger brauchen. Das ist marktwirtschaftlich gedacht. Wenn ich also Energie einsparen will, muss ich ganz anders an die Fragen herangehen. Deshalb passt die Marktwirtschaft nicht. Und ich möchte auch, dass die Politik zuständig bleibt für Energiepreise, für Wasserpreise, für Mieten, für die Frage der Kosten der Mobilität, also Bus, Zug etc. Und erst recht für Bildung, aber auch für Sport, Kultur und Gesundheit. Ein Krankenhaus soll sich nicht in erster Linie rechnen, sondern in erster Linie für Gesundheit zuständig sein. Das ist der Maßstab. Und jetzt kommen die ja auf die Idee und haben sich gesagt, es ist ja so, dass leider, stellen Sie fest, die Investitionen in Deutschland fehlen. Seit 10 Jahren fehlen die nötigen Investitionen. Die Investitionen durch die privaten Unternehmen sind übrigens von 40% der Gewinne auf 9% der Gewinne zurückgegangen. Man auch wissen. Aber der nächste Punkt ist der, dass Sie sagen, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass privat in die öffentliche Daseinsvorsorge investiert wird. Wenn die privat investieren, wollen sie Eigentümer werden, die wollen ja eine Rendite machen, dann kommen wir aus dem Mauten gar nicht mehr raus. Und deshalb musste ich leider dem Finanzminister gestern etwas drohen. Und ich hoffe, dass das Wirkung erzielt. Ich habe ihm gesagt, also Herr Schäuble, wenn Sie die Bundesstraßen privatisieren, dann ist das Ergebnis, dass die Länder die Landesstraßen privatisieren, es sei denn, wir sind mit in der Regierung. Dann ist das Ergebnis, dass die Kommunen Kommunalstraßen privatisieren. Dann können wir uns vor Mauts gar nicht mehr aufhalten. Und deshalb habe ich gesagt, ich verspreche Ihnen eins, wenn Sie das machen, dann gebe ich mir die größte Mühe, die Straße zu erwerben, in der Sie wohnen. Und wenn Sie dann nach Hause wollen, wird das sehr teuer für Sie. Und dann habe ich gesagt, außerdem werden Sie sich kaputt ärgern, welche Anschrift Sie angeben müssen. Denn dann ändere ich natürlich den Straßennamen. Und dann wohnen Sie ab diesem Zeitpunkt zum Gysi Nummer 1. Und ich hoffe, das schreckt Ihnen ab. Also ich muss ja so ungewöhnliche Methoden anwenden, um die Katastrophe noch zu verhindern. Lassen Sie mich noch etwas zum Wohnen sagen. Wir brauchen natürlich mehr sozialen Wohnungsbau. Wir müssen auch das Recht ändern. Ich würde den Vermieterinnen und Vermietern zubilligen, dass sie jedes Jahr die Inflationsrate auf die Miete zuschlagen dürfen, denn das wird ja auch für sie um diesen Umfang teurer. Aber nur weil Frau A auszieht und Frau B einzieht und die Qualität der Wohnung nicht erhöht wird, kann ich keine Mietpreissteigerung akzeptieren. Das müssen wir im Recht ändern. Das Zweite ist Gesundheit und Pflege. Wir haben über 220 gesetzliche Krankenkassen. Täten es nicht vielleicht auch 3 oder 4? Und die zweite Frage, wieso die privaten Krankenkassen? Wieso die Zweiklassenmedizin? Das Entscheidende für die Art der ärztlichen und medizinischen Versorgung muss die Art der Erkrankung und nicht die soziale Stellung der Patientin oder des Patienten sein. So. Und wenn wir dann auch dort die willkürliche Beitragsbemessungsgrenze aufgeben, dann hieße das, dass jeder von seinem vollen Einkommen einen Beitrag bezahlen muss. Dann können wir die Beiträge senken, nämlich von 15,5 auf 10,5%. Dann sparen die Unternehmen, die müssen nicht mehr über 7% bezahlen und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch, die müssen auch nicht mehr über 7% bezahlen, sondern jeweils nur 5,25%. Also, auch hier ginge ein anderer Weg. Das Einzige, was ich zulasse, muss ich nochmal sagen, ist eine Versicherung, wie viele Betten im Zimmer man haben will im Krankenhaus. Aber nicht die ärztliche Versorgung, nicht die Medikamente, ich will es Ihnen noch erklären. Die würde ich abschließen, weil ich ein Einbettzimmer bezahlen würde. Das liegt daran, dass wenn ich mit 2 Männern von Ihnen im Krankenhaus in einem Zimmer liege, muss ich den ganzen Tag über Politik reden und das halte ich, wenn ich krank bin, einfach nicht aus. Da bitte ich um Ihr Verständnis. Wir haben Strompreise und Energiewende. Der Ausstieg aus der Atomenergie ist völlig richtig.
Man muss eine Technologie auch in der Katastrophe beherrschen. Und wenn uns je ein Atomwerk um die Ohren geflogen wäre, wüssten wir gar nicht, ob man noch leben könnte in diesem Land. Das ist richtig. Jetzt gibt es die EEG-Umlage. Aber wir sagen immer, in dem Maße, wie die EEG-Umlage erhöht wird, muss die Strom wird. Das Zweite, was wir sagen, ist, es darf nicht sein, dass der Chemiekonzern die EEG-Umlage nicht bezahlt. Das gilt dann genauso für die Grünen. Und zwar, weil sie in einer Konsenssoße sind. Wenn es um Kriege geht, wenn es um die Haftung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler für die Banken geht, wenn es um Rente erst ab 67 geht, ich könnte Ihnen noch andere Beispiele, dann sind die sich immer einig. Dann kommen die immer zu mir und sagen, wenn Sie Ihrer Fraktion mal endlich Vernunft beibringen, dann würden wir Sie auch anders behandeln. Das heißt, wir sollen auch für Kriege stimmen, auch für Kriege ab 67 stimmen, auch dafür stimmen, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler für die Banken haften. Und dann sage ich meiner Fraktion, wenn wir das machten, können wir unsere Sachen packen und nach Hause gehen. Sie brauchen uns gerade für den Widerspruch, den wir dort artikulieren. Ich bin zwar auch dafür, dass meine Fraktion vernünftiger wird, aber nicht so. Und deshalb reagieren Sie auf uns. Die tun ja nicht nur so, als ob sie uns nicht leiden können. Die können uns nicht leiden, weil wir die Konsenssoße durcheinander bringen. Weil sie dadurch Dinge erfahren, die sie sonst nicht erführen. Das ist das Problem. Und deshalb sage ich Ihnen, wenn Sie die CDU wählen, stärken Sie nur die CDU, mehr kommt dabei nicht heraus. Wenn Sie die SPD wählen, stärken Sie nur die SPD, mehr kommt dabei nicht heraus. Wenn Sie die Grünen wählen, stärken Sie nur die Grünen, mehr kommt dabei nicht heraus. Wenn Sie die anderen wählen, stärken Sie nur die anderen, mehr kommt dabei nicht heraus. Wenn Sie die Linken wählen, dann stärken Sie erstens die Linken. Sie machen zweitens die SPD sozialdemokratischer. Sie machen die Grünen friedenspolitischer. Sie sorgen dafür, dass die CDU einen sozialen Touch kriegt. Sie sorgen dafür, dass die CSU einen sozialen Touch kriegt. Ich meine, mehr kann ich Ihnen noch nicht bieten. Wenn Sie die anderen wählen, verändern Sie was an einer Partei. Wenn Sie uns wählen, verändern Sie 5 Parteien mit 2 Stimmen. 5 Parteien. Ich finde das ein Top-Angebot. Ich bitte Sie um Ihre Stimmen am kommenden Sonntag und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.